Eine zweite Antikörperstudie in Ischgl soll mehr Informationen über die langfristigen Folgen von Covid-19 geben. Damit möchte die Medizinische Universität das Verhalten und die Gesundheit der Bevölkerung herausfinden. Gemeinsam mit den Ischglern sieht die Medizinische Universität Innsbruck eine Möglichkeit, die Immunantwort auf den Covid-Virus zu untersuchen. Die große Zahl der Erkrankungen und die hohe Teilnehmerzahl machen Ischgl zu einem besonderen Ort für diese Studie. Getestet werden die Bewohner in Ischgl, die über 18 Jahre alt sind, freiwillig. Wir werden also schauen, wir haben ja einen Großteil der Bevölkerung schon getestet, wie sich die Antikörper bei diesen Personen entwickelt haben, ob die noch gleich sind, ob sie geringer sind oder ob sie vielleicht sogar verloren gegangen sind. Antikörper sind jedoch nur eine Seite der Immunantwort. Deshalb wird jetzt auch die Immunität der Zelle untersucht, denn auch sogenannte Killerzellen können das Virus erkennen und die Zelle mit dem Virus zerstören. Diese Art von Immunantwort ist im Zusammenhang mit Covid-19 noch wenig untersucht. Dass wenn eine Körperzelle, zum Beispiel im Rachen oder in der Lunge, mit dem Virus infiziert ist, dann merken das unsere Immunzellen, sogenannte Killerzellen, und sehen, dass diese Zelle nicht in Ordnung ist, sondern befallen ist, und räumen die ab. Das Hauptziel der Studie ist es zu überprüfen, ob Personen nach einer Infektion diese Killerzellen aufgebaut haben oder Personen, die sich nicht infiziert haben, diese Killerzellen bereits besitzen. Zunächst wird auch untersucht, ob die gebildeten Antikörper im Körper immer noch bestehen. Das funktioniert so. Die Antikörper werden einfach mit einem Labortest analysiert. Da tut man das Serum drauf und dann schaut man, wie viele Antikörper da gebunden haben. Bei der sogenannten zellulären Immunität zeigen denen das Virus. Und wenn die Zellen dann stimuliert sind, das heißt, wenn sie anfangen zu wachsen, dann erkennen sie das SARS-Virus. Und dann hat der Mensch Immunzellen, Killerzellen gegen SARS. Das Besondere an Ischgl ist, dass in der ersten Studie so viele Bewohner teilgenommen haben. Fast 85% der Ischgler haben mitgemacht. Aber wir hoffen, dass auch in der zweiten Studie Leute wissen wollen, wie sich ihr Ort entwickelt hat, ob ihre Immunität noch besteht oder ob neue Personen vielleicht immun geworden sind. Und da möchte ich nochmal den Ischgler natürlich ganz besonders danken und sagen, ganz toll, wie dieser Ort sich da beteiligt und eingebracht hat in diese Studie. Mit der Studie können die Ischgler dazu beitragen, dass Österreich mehr über das Verhalten des Virus erfährt. Forschen, lehren, heilen. Dieser Beitrag wurde Ihnen präsentiert von der Medizinischen Universität Innsbruck.